Seiko und ich. Das ist so ein Ding mit Geschichte, aber ohne Zukunft. Warum ich mit Seiko nicht glücklich werde. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Seiko. Unbestritten eine absolute Qualitätsmarke im Uhrensektor mit einem unglaublichen Produktangebot, einer wahnsinnigen Fertigungstiefe und einer sehr beeindruckenden Geschichte, was die technischen Entwicklungen, die Fähigkeiten und den Einfluss auf die Uhrenbranche betrifft. Trotzdem werde ich mit dieser Marke nicht glücklich. Lasst mich kurz erklären, warum. Für mich selber ist es ein Widerspruch, dass Seiko so ein unglaubliches Spektrum abdeckt, was den Preis und auch die Qualität betrifft. Für einen unteren dreistelligen Eurobetrag bekommt man eine Vielzahl von günstigen Seiko 5 im Bereich von bis zu 1000 Euro bzw. auch zwischen 1000 und 2000 Euro bekommt man gute Taucheruhren und wahrscheinlich auch andere Uhren, die mir so nicht bekannt sind, aber dazu komme ich gleich noch. Und im High-End-Bereich der Marken King Seiko oder Grand Seiko gibt es Uhren für mehrere tausend Euro. Für mich ist hier die rote Linie nicht erkennbar und ich weiß nicht genau, wofür Seiko steht. Mein Eindruck ist so ein kleines bisschen, wenn man es versucht, jedem recht zu machen, ist keiner wirklich ganz zufrieden. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck von Seiko. Ich will nicht sagen, dass Seiko eine Wühltischmarke ist, aber sie versucht einfach in der gesamten Uhrenindustrie omnipräsent zu sein und da entwickelt sich für mich kein klarer Kern und keine klare Aussage, die ich der Marke Seiko zuordnen könnte. Jetzt könnte man sagen, das ist nicht erheblich, wenn ich mich auf ein einzelnes Segment konzentriere, eine einzelne Uhr, aber mir ging es ja, wie ich auch anfangs sagte, nicht um die einzelne Uhr, die bei Seiko durchaus gut sein kann, sondern um Seiko als Marke und hier fehlt mir wirklich die markenspezifische Aussage, die ich mit Seiko verbinden kann. Der zweite Punkt, der mich mit Seiko etwas fremdeln lässt, ist die schier unüberschaubare Vielzahl an Modellen. Es gibt so wahnsinnig viele Modelle, dass man fast den Eindruck gewinnen kann, dass zumindest im unteren bis mittleren Preissegment Seiko den Markt quasi mit Modellen flutet, um wirklich omnipräsent zu sein in jedem Kaufhaus. Und überall komme ich an Seiko kaum vorbei. Es gibt viele ähnliche Uhren der Dresserlinie, es gibt viele Taucheruhren. Für mich ist es schlicht und ergreifend unüberschaubar. Wenn man nicht speziell ein Modell sucht, ist es beinahe beliebig, welches Modell einer bestimmten Designreihe, ob es jetzt Dresser oder Taucher oder sonst was ist, man nimmt. Es gibt so viele, die sich oft nur in Kleinigkeiten unterscheiden. Für mich erweckt das ein bisschen den Eindruck einer Industrieschwemme und weniger einer Uhrenproduktion aus Leidenschaft. Ich mag Seiko Unrecht tun, denn Seiko hat wirklich viele interessante Sachen rausgebracht, wie zum Beispiel die Kinetikwerke oder auch die ersten Automatikwerke, die Entwicklung von Springdrive im High-End-Bereich. Alles sehr beeindruckend, aber für mich geht das einfach in der Masse der vielen Seiko-Modelle unter. Ich finde das sehr schade. Für mich wäre hier etwas weniger deutlich mehr und Seiko würde für mich an Profil gewinnen. Ein weiterer Kritikpunkt für mich sind die günstigen Seiko-Uhren mit den Werken der 7S-Irgendwas-Reihe oder auch 4R-Reihe, wobei die 4R schon wesentlich besser sind, aber sie werden ja allgemeinhin als Traktorwerke bezeichnet, die jeder Hufschmied irgendwo in der Steppe reparieren kann, wenn sie denn überhaupt mal kaputt gehen. Und ansonsten dafür gemacht sind, eine Ewigkeit ohne großartige Probleme zu laufen. Das wird erkauft mit einer gewissen Robustheit des Laufs. Man hört die Werke ganz gut. Sie sind nicht besonders filigran gearbeitet. Sie gehen nicht über die Maßen genau. Dafür laufen sie halt sehr, sehr lange. Traktoren eben.
Ich muss aber sagen, dass in meiner Lebenssituation ich nicht einen Traktor wählen würde für das tägliche Fortkommen, die tägliche Mobilität, und ebenso wenig ist ein Traktor am Handgelenk meine erste Wahl. Die Uhr soll gut aussehen, sie soll stabil sein, aber sie soll auch ein kleines bisschen eine Finesse haben und relativ genau gehen. Und zumindest die letzten Punkte vermisse ich bei den sehr günstigen Seiko-Modellen. Wie gesagt, Seiko hat ganz bestimmt und aus meiner tiefen Überzeugung einzelne Modelle, die herausstechen, die technisch sehr anspruchsvoll sind und auch für die Innovation von Seiko stehen. In der Masse der Marke aber bleibt für mich der bittere Beigeschmack, dass Seiko für mich keinen klaren Kern hat, keine klare Aussage, die ich der Marke zuordnen kann, und deshalb fremdel ich mit der Marke etwas, andere Marken haben für mich da eine deutlich klarere Aussage. Das Ganze basiert bei mir, das muss ich gestehen, ausschließlich auf den günstigeren Modellen, die ich gehabt habe. Hier hatte ich verschiedene Dresser von Seiko, der SARX-Reihe. Ich hatte die Seiko SKX 007 und 009. Ich hatte Uhren mit dem Kinetikwerk und auch unterschiedliche Big Militaries von Seiko. Alle die Uhren waren mit Sicherheit gut für den Alltag, ließen sich gut tragen, sahen auch gut aus, aber für mich blieb eben immer ein kleines bisschen der sandige Beigeschmack der unklaren Marke Seiko. Das ist nur meine Sicht, ihr mögt das anders sehen, aber das ist der Grund, weswegen Seiko von meiner Wunschliste herausgerutscht ist. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin. Euer Watchmaxe.